Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, ich bin in einer neuen Trash-Wanderpaket-Gruppe drin. Die Gruppe gibt es schon länger. Die verändert sich gerade. Einige sind ausgestiegen und ich wurde gefragt, ob ich mitmachen möchte. Und da ich ja Trash-Pakete total schön finde, habe ich natürlich ja gesagt. Das Wanderpaket heißt Meerjungfrau. Also wir sind eigentlich nur 5 Frauen, die jetzt zurzeit dabei sind. Und ich werde alle unten in der Infobox mal verlinken. Dann könnt ihr da auch gerne mal reinschauen. Was nehmen die sich raus? Wie hat sich das Paket verändert? Ich habe hier schon mal die erste Box da rausgenommen aus dem großen Paket. Mal schauen, was da drin ist. Ach, das sind Nagellacke. Ja, da sind verschiedene Nagellacke drin. Kiko, Catrice, einmal so ein Glitzer. Dann haben wir hier noch so ein schönes Lila. Hier auch so ein schöner Ton, gefällt mir gut. Hier was Schönes Sommerliches, so ein bisschen Orange, sehr schön. Also diese Nagellacke mochte ich auch immer total gerne von Essence. Dann haben wir hier einmal Kiko, so in Rosé. Ein Orangerot und ein Grauen, auch von Essence. Auch eine schöne Farbe. Aber da ich ja Nagellacke zurzeit so gar nicht mehr verwende, ist das natürlich nichts für mich. Ganz viele verschiedene Masken. Isana. Ach, dann haben wir hier eine BB-Creme von Garnier, ne, wenn man die mal austesten möchte. Mal eine Maske von Zia, eine Maske, Shavens, dann so eine mit Glitzer. Diese ist dann von B-Routine. Und interessante Marken, die ich auch noch nicht kenne, Budni Joela. Eine Fruchtcocktailmaske, eine Olivenmaske, das ist eine koreanische Maske. Die finde ich interessant. Olivenöl ist ja auch richtig schön pflegend. Ich glaube, davon nehme ich mir eine raus. Gibt nämlich, das sind 2, 3 sogar. Die gibt es hier 3-mal. Dann nehme ich mir eine von. Schon zur Seite. Schöne Hände, eine Handmaske. Handmasken sind auch immer toll. Da habe ich aber auch noch eine da und deshalb kann das dann jetzt weitergehen. Haben wir hier mal so ein Täschchen von My Little Box, war das mal. Da sind lauter Cremes drin. Alles Handcremes. Oder? Schauen, was ist noch drin. Dann haben wir hier Look at that Glow Glim, ein Brightening Serum. Sieht auch interessant aus. Was ist das? Von Elemis Warm-Up Massage Balm. Von Elemis. Das ist auch eine gute Marke. Und auch teuer. Was haben wir denn hier? Multibalm. E-Cooking. Die Marke kenne ich schon aus der Goodie Box. Das ist eine dänische Marke, ne? Auch mit Olivenöl. Ja, also ein paar Creme, was da drin ist. Richtig gut eingepackt, damit nichts kaputt gehen kann. Ah ja, das ist ein Parfüm. Juliette Hessegan. Okay, ich habe aber auch sehr, sehr viele Parfüms dadurch, dass ich ja den Adventskalender mit den Parfüms hatte. Und hier ist noch mal eins. Dann ist das bestimmt auch Parfüm. Das ist Eclat Eau de Parfüm. Klar. Schüttler. Ist auch ein Parfüm, ne? Ja, ein Eau de Parfüm für die Frau. Und ein Parfüm. Der ist hier richtig schwer, diese Box. Und hier sind Eyeshadows und sowas drin. Terra Naturi Naturkosmetik, eine Eyeshadow-Palette. Peach Me Up. Okay. Sind schöne Farben. Ne? Ich
kenne die Marke gar nicht, diese Naturkosmetikmarke. Terra Naturi. Ich habe so viele Farben in die Richtung schon. Sophia Mabel Eyeshadow Palette. Wollen wir mal reinschauen. Ich glaube, die habe ich. Die kommt mir jetzt ganz bekannt vor. Ja, die kenne ich. Ich glaube, die hatten wir in einer Box drin. Das kann sein. Die kommt mir total bekannt vor. Die kenne ich irgendwie. Ah ja, die habe ich auch von Catrice. Diese Paletten, die sind auch schön. Da habt ihr immer eine Base und ein Highlighter mit dabei oben. Und dann sind das so schöne Nude-Töne. Diese heißt ja Cocao von Essence Rose Edition. Diese einmal, die kenne ich nicht, die habe ich noch nicht gesehen. Das sind auch schöne Farben dabei. Grün, rosa, viele Blautöne dabei. Blau sind nicht so meine Farben. So schaut die Palette aus und die ist La Haye Wild Shades. Ja, das ist die Marke, ne? Die kenne ich gar nicht. So. Hier haben wir eine kleine Palette drin von Giotto. Ich glaube, dass ich die kenne. Ja. Das sind einmal diese Farben. Die hatten wir in einer Glossy Box mal drin. Giotto ist öfters mal in der Glossy Box drin, ne? Nachher kennt man dann solche Marken, sonst ja, vorher kannte ich die auch nicht vor der Glossy Box. Hier haben wir von Max und Moore einen Lidschatten in der Nummer 287, Go All Out. Max und Moore, das ist ja die Marke von Action, aber ich muss sagen, die haben tolle Lidschatten auch. Von Revolution, New Neutral. Dann können wir mal aufs Backen angucken. Also auch eine süße Verpackung, ne? So mit Leopardenprint. Oh, mit viel Glitzer. Die sieht mir ganz neu aus, noch gar nicht benutzt. Ne? Vielleicht einmal geswatcht, wenn überhaupt. Da habt ihr so richtig Glitzerfarben dabei. Schöne Palette. Aber nichts für mich. Altera Naturkosmetik Sun Touch All-in-One Palette. Hier habt ihr, glaube ich, ein Rouge, ein bisschen was Helles, also so Bronzer und Rouge. Was steht hier? Ice Ice Baby Sun Touch All-in-One Palette mit Biominze. Highlighter, Blush und Bronzer. Mhm. Ach, das ist ein Highlighter. Okay, doch, jetzt habe ich sie auf. Ja, das ist ein Highlighter. Ein schöner Blush, so ein bisschen ja, pfirsichfarben und ein Bronzer, auch in einer richtig schönen Farbe. Schön ist die ja, ne? Wenn sie geöffnet ist, noch 12 Monate haltbar. Das ist auch okay. Ist schön, aber ich habe ja diese Farben schon sehr viel und ich benutze gar nicht viel Highlighter. Blush benutze ich viel, Bronzer benutze ich jetzt auch gerne, aber ein Highlighter eigentlich eher selten. Naked Cosmetics, die ist schön. Auch so ein Monolidschatten. Da gehe ich jetzt aber mal rein, den will ich sehen. Ups, das ist eine schöne Farbe. Ja, ich bin am Überlegen. Ich bin am Überlegen, der gefällt mir gut. Würde ja jetzt auch passen. Dann lege ich auch mal zur Seite. Ah ja, dann haben wir hier noch ein paar Paletten. Twilight. Das Palette von Ukanbi. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Die Marke kenne ich nicht. Ukanbi. Twilight in Dusk Palette. Da ist immer so ein bisschen Papier dazwischen, damit die nicht kaputt geht. Und das sind die Farben. Mhm. Ist eigentlich nicht schlecht, aber ich habe ja solche Farben in der Art, habe ich auch schon viel da. Dann haben wir von Rival Loves Me Loud and Proud Eyeshadow Palette. Ist auch schön. Schöne sommerliche Farben. Habt ihr Grün dabei, bisschen was Schimmerndes, bisschen was Mattes auch, Orangetöne, Gelb sogar, ein Weiß, Polarbär, die haben alle Namen hier. Zirkus Spirit und so weiter. Süße Namen. Ja. Schon schön. Aber ich weiß nicht,
Blau, so viel Blau dabei, ne? Die benutze ich dann immer nicht, die bleiben immer über. Aber das ist so. Hier haben wir von Max und Moore nochmal eine Floral Romance Eyeshadow Palette. Sieht auch toll aus, ne? Dann sind da hinten auch immer die Farben nochmal, die da drin sind, abgebildet. Aber schöne runde Pännchen. Gehen auch gerade so von der Größe. Kleiner sollten sie nicht sein, so die Größe ist noch okay. Ich mag ja gern diese runden Pfännchen und wenn die ein bisschen größer sind, mag ich auch. Ihr habt einen großen Spiegel dabei und dann ist da so ein bisschen was Silbernes bei, grün, ein schöner Grünton. Das sind auch schöne Farben. Aber ich weiß noch nicht. Und Farbfactory, das ist auch, gibt es, kriegt ihr auch bei Action, diese Paletten. Sparkling Wings. Ah, ich glaube, die habe ich. Die ist noch original verpackt. Ich glaube, dass ich die habe. Und die ist auch schön. Das muss ich jetzt alles wieder hier richtig schön zusammenpacken. Dann haben wir hier so ein Beutelchen. Ein Face Brush. Oh, aber ist schön weich. Denkt man gar nicht, ne? Sieht aus wie so eine Putzbürste, ist ja witzig. Ist bestimmt zum Gesicht reinigen, ne? So, aus Holz und dann ist aber schön weich. Sieht nicht so aus. Im ersten Moment denkst du an so eine Küchenbürste, oder? Also ich jedenfalls. Mal schauen, ob ich das jetzt wieder vernünftig eingepackt kriege. Ist das so rum? Ah ja, das ist auch so ein Schwämmchen. Wie eine Muschelform und das, wenn du es auspackst, kannst du das in der Dusche, glaube ich, auch aufhängen. Dann haben wir hier Schmuck für die Haare. Das ist ja auch witzig. Für einen Zopf. Das habe ich so auch noch nicht gesehen. Hast du denn hier so, hast den Zopf und hast denn diese, wie es bei so einer Spange sieht das dann aus, obwohl es ein Gummi ist. Ein Fußkettchen. Ah, das ist ein Fußkettchen. Und da sind so kleine Plättchen dran. Fußkettchen kann ich nicht tragen. Ich habe keine schönen Fesseln. Von My Little Box. Me Time steht da drauf. Ist das ein Halsband? Ein Armband. Ein Armband, das dunkle Wolken vertreibt. Das hört sich gut an, ne? Ist niedlich, aber da brauchst du so ein bisschen Hilfe zum, wenn du es ummachst. Du musst wahrscheinlich zweimal umwickeln und dann muss jemand das hier zusammenbinden, ne? Ist aber niedlich. Das ist auch eine schöne Box. Ich gucke mir ja immer die Unboxings an. Ich denke immer, oh, ist auch das was für mich ist vielleicht. Ich bin mir noch nicht so sicher. Ich bin noch nicht schlüssig. Oh, Uhren. Ich liebe ja Uhren. Oh, ist die schön. Ich hatte sogar auch selber schon eine relativ große Uhrensammlung. Und seit ich aber hier diese digitale Uhr habe, die auch meine Schritte zählt und so, trage ich natürlich andere Uhren dann gar nicht mehr. Ey, die hätte mir richtig gut gefallen. Also das ist eine richtig, richtig schöne Uhr. Die gefällt mir sehr gut. Von Fossil, ja. Ich habe auch einige Uhren von Fossil. Die ist wirklich schön, aber... Ich würde sie nicht tragen, sie landet dann bei mir mit zu den anderen Uhren da in meinem kleinen Schränkchen. Ja, so ein cooles Armband. Das hat auch was, ne? So was habe ich noch gar nicht, finde ich aber echt cool. So ein bisschen rockiger. Ich muss mal gucken. Ich finde es natürlich schon schön, ist mal ganz was anderes, aber ich glaube, da bin ich nicht so der Typ für. Ist auch eine Rose drauf, ist irgendwie schön. Ach, Schmuck, ne? Ich liebe Schmuck. Hier ist auch noch so eine. Das ist von Nossa. Auch schön. Da hast du in der Mitte so ein Steinchen, der auch ein bisschen glitzert. Und ja, hier auch. Ich weiß nicht, ob es ein echter Stein ist. Und könnte ein echter Stein sein. Und hier ist irgendwie auch total schön. Ne? Aber ich würde es, glaube ich, nachher nicht tragen. Auch noch mal so ein cooles Armband. Auch schön.
ganz niedlich, aber nicht so ganz meins. Nee. Dann haben wir noch was Dünneres, auch süß. Was steht hier? Love every day. Guck mal hier, den Stern kannst du dir hier auch noch so ein bisschen verschieben. Auch süß. Ganz viele Armbänder. Hier mit so einem Anker und einem Herz. Und das ist doch bestimmt auch ein Armband, ne? Kannst du vielleicht auch am Hals tragen. Das passt ja auch am Hals. Ne? So wird es ja auch passen. Du kannst aber wahrscheinlich, wenn du das zweimal umwickelst, als, ja, zweimal und dann so als Armband, ist das bestimmt gedacht. Oder für beides. Was denn Schönes? Das ist eine Kette, ne? Die ist ja auch schön. Die gefällt mir ja gut. Und Silber, da hätte ich ja auch mal wieder Lust drauf. Ich habe so wenig Ketten in Silber, aber wie kurz kann ich die machen? Die kann ich gar nicht kürzer machen, ne? Das ist die Länge. Die gefällt mir voll gut, nur ich trage nicht so lange Ketten. Mal schauen, ob man die auch... Ich glaube, die kann ich nicht anders... Kommt hier nicht. Nee, leider. Doch, das passt, würde passen. Ich glaube, die Kette bleibt bei mir. Die finde ich richtig, richtig schön. Da kannst du einfach hier in die anderen Ösen reinstecken auch. Weil ich trage sie gerne kürzer. Die finde ich schön. Finde ich echt richtig schön. Die bleibt bei mir. Toll. Und eine echt hübsche Uhr nochmal. Die ist so ein bisschen eckig. Oh, die wird mir auch total gut gefallen. Die wäre total schön dann zum Silberschmuck. Ne? Das ist genau mein Geschmack. Ist die schön. Aber ich weiß ja, dass ich eigentlich nur die trage. Oh, ich habe ja auch silberne Uhren. Habe ich ja eigentlich auch. Ich mache jetzt diese mal ab, um die einfach nochmal zu zeigen. So alleine am Arm ist das doch nochmal was anderes. Ne? Gucken, ob die mir überhaupt passt. Ja. Ist ja auch mal schön, ne? Aber nein, ich weiß, die landet bei mir trotzdem nur wieder. Ich habe so ein Uhrenkästchen und da sind alle meine Uhren drin und hin und wieder gucke ich sie mir an, das ist auch alles. Dann nehme ich sie mal um, also dann trage ich mal eine für einen kurzen Moment wirklich nur, dann wechsle ich schon wieder, weil hier kann ich meine Schritte sehen. Ne? Sind echt schöne Sachen und ich habe auch was für mich gefunden. Das bleibt bei mir, bin ich mir ganz sicher. Das behalte ich. Total schön. Habe ich auch schon hier gleich die nächste Box. Und das ist Umberto Giannini. Ein Curl Jelly für Locken, lockiges Haar. Ich glaube ja. Einmal für Locken. Upsala. Alles für die Haare, glaube ich. Ne? Das ist eine Melting, Hydrating Melting Mask mit Aloe Vera und so weiter von Christoph Rubin. Schön sortiert. Anti-Spliss. Anti-Forche. Und Pure 97, Wilde Rose. Baobab, Rose, bla 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 bla. Die genaue Textur, 100% vegan ist das, ohne Silikone, für feines Haar. Eine Maske. Dann sind hier einmal feste Shampoos drin, von Wahre Schätze. Ich finde das ja wirklich sehr, sehr umweltfreundlich und toll und hält lange. Aber für meine langen und strapazierten Haare ist das nichts. Das hier ist mit belebendem Ingwer für strapaziertes, geschädigtes Haar. Ich habe aber schon Trockenshampoos ausprobiert. Es war nicht so mein Ding. Ich fand es schwierig. Und von Langhaarmädchen auch ein festes Shampoo. Pure Softness. Sorgt für schwerelose Pflege und gesunden Glanz. Für alle Haartypen geeignet. Die riechen auch schön. Dann haben wir hier nochmal Philipp Kingsley Styling Creme, ne?
Finishing Touch. Benutze ich selber nicht und deshalb Ultimate Conditioner für alle Haartypen. Und das letzte hier drin ist ein Trockenshampoo von Lee Stafford. Ah, Trockenshampoo habe ich auch genug da. Aber ich habe in letzter Zeit so viel mir selber gekauft an Haarprodukten. Gleich wieder aus zwei Boxen geholt. Einmal, das war eine First Edition Beauty Box. Und da drin ist jetzt von Max und Moore ein Long Lasting Lipstick. Das ist hier wohl für Glanz und hier ist Farbe. Von Max und Moor. Dann haben wir hier Mood Balm von Kind oder Kind KNDR. Ja, KNDR. Das hatte ich auch schon in einer Box drinne. Wie niedlich. Was ist das denn, Lipgloss? Smile Cosmetics Lip Gloss to Glow. Ist niedlich, ne? Aber ich benutze sehr wenig Lip Gloss. Von LOV Lip Maximizer. Extrem voluminösing Gloss. Und dann haben wir hier nochmal von Riva Loves Me Cherry Bloom. Lip Topper. Das war auch, glaube ich, so eine LA. Und das ist ein Lip Topper. Alles toll eingepackt. Dann haben wir hier Volumen Lippenbalm von M. Asam Magic Finish. M. Asam ist ja auch immer toll, ne? Ein Deckel drauf. Ich will das auch nicht anfassen jetzt. Nicht, dass ich da reinpatschen, ne? Das ist schon, da muss schon sauber bleiben, hygienisch bleiben. Ein Lipbalm, aber ich habe viele Lipbalms, auch wenn der schön aussieht, auch von der Farbe, aber ich habe so viele. Tombow Lip Oil, das hatte ich in einer Goodiebox mal drin. Lip Cure. Ein Lippenstift auch von Avon, in weiß. Ah ja. Das ist so eine bisschen orangere Farbe. Ist auch zwar schön, aber ich versuche immer so ein bisschen, dass die so in kühlen Rosetönen. Dann sehen die Zähne schöner aus. Bei so nudigen Farben finde ich, dann wirken die Zähne auch gleich gelber. Ne? Kann man ja tricksen. Lipstick Semi-Matt Vegas Cosmetics. Na, mal gucken, was das für eine Farbe ist. Ich kenne gar nicht Vegas Cosmetics. Aber doof auf. Machen wir hier oben auf. Ja, hier oben geht auf. Hübsche Verpackung. Und das ist so ein schöner Farbton. Noch so ein bisschen nudig, aber der ist ja ganz schön und ist auch magnetisch. Mag ich gerne, wenn die Lippenstifte so ein bisschen magnetisch sind. Pompon Make Up Sun Green. Was ist das? Ach, ein Lippenstift, ne, oder? Der sieht ja komisch aus. Der sieht ganz, ganz matt aus, als wäre da noch was drüber, so wie so ein Pulver drüber oder so. Okay. Von Douglas einen Lippenstift, noch komplett eingepackt. Und hier kannst du die Farbe sehen. Dann haben wir hier auch nochmal Lipsticks. Max und Moa. Das sind Lippenstifte. Das ist auch niedlich, ne? Mehrere Lippenstifte in verschiedenen Farben. Eye Candy, Think Pink, The One. Der Pinke ist schön. Dann heißt hier Sweetheart. Das ist so ein richtig nudiger, bräunlicher Ton. Zwei sogar so dunkel. Die mag ich gar nicht so gerne. So Brauntöne und so auf den Lippen. Das ist ja natürlich Geschmackssache. Das war alles für Lippen. Also ich finde, die ist ja auf jeden Fall toll sortiert, die Box. Und ich packe auch alles immer gleich wieder so zurück, damit es so bleibt und ich nicht nachher da stehe und nicht mehr weiß, wie war das eingepackt. Nochmal die nächste. Ein bisschen schwerer wieder. Mal schauen, was da drin ist.
Ah, ich glaube, das ist so Pflege für den Körper, ne? The Luxury Bag Batting. Ist das ein Bad? Bodycreme, ach, eine Bodycreme. The Luxury Batting. Kenne ich gar nicht. Eine Bodycreme. Aufkleber drauf. Das hier ist von Cetaphil Optimal Hydrating, auch eine Bodylotion. Dann haben wir von Balea Bodylotion The Most Wonderful Time mit wundervollem Vanille-Kokosduft. Ist natürlich schön, der Kokos-Vanille, aber ich bin immer so faul mit Eincremen. Dann haben wir hier Vanilla and Musk, ein Showergel. Duschgel von, jetzt ist so eine Weihnachtsedition, ne? Von Accentra AC, die Marke kenne ich gar nicht. Und ich glaube auch eine Bodylotion aus derselben Serie. Ist hier noch was drin? Pur Claire, Fresh Breeze, Ingwer und Zitronenfrüchte. Was ist das? Eine Bodybutter und ein Körperpeeling. Bodybutter und Körperpeeling. Aber ich habe ja auch gerade ein großes Körperpeeling von der lieben Kerstin bekommen in unserem Tauschpaket. Das war eine Edition von Isana. Riecht auch richtig schön. Deshalb. Da habe ich ja auch erstmal genug. Ja, zwei gleich genommen. Einmal hier wieder so eine Tasche von My Little Box. Ui. Das sind Highlighter von Essence. Ein Highlighter. Dann haben wir hier von Riva Loves Me, Vibes, Baked, Rouge und Highlighter. Von Riva Loves Me. So ein gebackener Rouge und Highlighter. Ich weiß nicht, ich komme damit nicht klar mit diesen gebackenen Produkten. Mag ich nicht so gerne. Ist auch Geschmackssache. Manche finden es, glaube ich, richtig toll. Ich bin da nicht so ein Fan von. Von Essence No Much Love. Ein Highlighter. Creme-Highlighter. Das muss weg, nicht, dass wir noch durcheinander kommen. Eine von Trended Up, ein Face Light Highlighter Blush, eine Blush Edition. Und das ist, oh, das ist schön. Der Blush hat ein bisschen Glow, Highlighter und Blush. Von Trended Up gibt es bei DM, ist die Eigenmarke von DM. Schöne Sachen. Liquid Stardust. Okay, was ist das? Liquid. Ein Liquid Stardust. Ich glaube, das ist so ein Liquid Highlighter. Ich nutze ja wenig Highlighter, ne? Von Revolution. Make-up Revolution Highlighter Palette. Wieder Highlighter. Die sind schön. Gefällt mir gut. Der ist so ein bisschen gelblich. Okay. Und ein großer Spiegel ist auch dabei. Ist natürlich schön, ne? Aber. Wie gesagt, Highlighter ist ja nun eher selten, dass ich die benutze. Da habe ich dann auch schon ein paar Stück. Crystal Öldrops von Art Deco. Kristallöldrops. Lightning Bodyöl mit ein bisschen Schimmer. Leichtes Pflegeöl mit dezentem Schimmer. Hätte ich ja gleich auf Deutsch vorlesen können. Da steht das nämlich. Ja, schön, aber nichts für mich. Das benutze ich nicht. Phase Zero. Das kenne ich. Ich glaube, das habe ich auch. Das war doch in einer Box, ne? Na, das ist Zero Highlighter, Illenium. Ich glaube, den kenne ich aus einer Box. Das ist ein Concealer. Oh, Duo Pencil. Concealer und Highlighter. Ach, wie schön. Also hier hast du wahrscheinlich den Concealer, oder? Und das ist, weiß ich jetzt gar nicht. Eine Seite Highlighter, eine Seite Concealer.
Duo-Pinsel. Finde ich interessant. Na, wenn du das hier so ein bisschen aufhellen willst unter den Augenbrauen. Highlighter würde ich mir dann wahrscheinlich nur im Augeninnenwinkel setzen und den Concealer so ein bisschen da, wo es heller sein soll. Dann hast du es gleich so als Stift, ist ja auch nicht schlecht. Gleich bleibt bei mir. Pearl Lights, Highlighter Creme. Einmal das hier, alles Highlighters. Highlighter, Highlighter, Highlighter. Einmal ein ganzes Täschchen voll Highlighter. Ja, dann haben wir hier von Essence noch ein Everlasting Blooms. Auch den Highlighter aus der Kollektion. Und einen kleinen, den kenne ich, den habe ich auch. Das ist Highlighter und Blush. Peach Honey Beauty Blush Duo. Und das als Blush habe ich den gar nicht gesehen. Was ist das? Auch ein Highlighter, ne? Und der letzte da drinnen. Also, schön sortiert, echt. Das waren jetzt einmal alles Highlighter. Und die nächste Looks. Das sind ja hier mal. Was ist das? Ach, das habe ich auch, das kenne ich. Ultra Prime von X and Rouge. War oft in der Glossy Box verschiedene Produkte davon. Das ist ein Primer. Ilam Mask, das ist ein Eyeliner. Kenne ich auch. Und hier, was haben wir hier? Black Nano Mascara von M2 Beauty. Weiß nicht, wie die heißen. Hier ist ein Mascara drin, so zum Ausprobieren. Kleine Größe. Was haben wir hier? Foundation Creme von Vegas Cosmetics. Hübsche Verpackung auf jeden Fall. Und? Ja, das Schwämmchen ist schon einmal benutzt. Das ist die Farbe. Schön noch mit so einem Deckel. Ich muss sagen, das finde ich immer schwierig mit Make-up-Cremes. Schöne auch hier, also wirklich eine schöne Verpackung. Aber die Creme-Make-ups, da bin ich immer, manchmal sitzen sie gut auf der Haut und manchmal geht es bei mir gar nicht. Das lasse ich lieber. Was haben wir denn hier? Essence Prime Studio Redness Correcting Pore Minimizer Primer. Ein Primer von Essence, der auch so ein bisschen das Hautbild ebenmäßiger macht. Von Kiko Milano Skin Trainer Co. CC Blur. Auch so ein Perfekt Skin Korrektor von Kiko. Rival de Loop, ein Hyaluronpuder, spendet Feuchtigkeit, verfeinert das Hautbild. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich das nicht habe. Finde ich auch sehr interessant. Und einen sauberen Pinsel hier. Einfach mal ausprobieren. Mattiert das denn? Mit Hyaluron spendet Feuchtigkeit. Okay, hört sich aber ganz gut an. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, wie ein Puder Feuchtigkeit spendet. Finde ich gar nicht schlecht. Vielleicht lege ich mir das mal zur Seite zum Testen. So, ist das was für mich? Alverde Contouring and Cover Stick in Hell. Ich glaube, die hatten wir mal in einer Box, diese Stifte von Alverde. Die waren mal in der Glossy Box mit drin. Dann haben wir hier, deswegen habe ich den nämlich auch. Ich weiß nicht, ob ich jetzt diese Farbe habe. Der ist hell. Ich glaube, ich hatte den hellen. Automatic Eyeliner von Vegas Cosmetics. Zum Rausdrehen in einem schönen Grün. Den nutze ich selten. Aber ich habe, glaube ich, auch so ein bisschen farbige habe ich nämlich auch und benutze ich wirklich kaum. Mascara mit Ölen, Kamillenöl und so. Von Beauty. Dieses BB. Die Marke kenne ich auch. Ich weiß nicht, von Glossy Box, glaube ich. Eine Mascara, eine pflegende. Und
von M.Asa Magic Finish eine Volumenmascara. Ich glaube, die war richtig gut. Es gibt zwei von M.Asa. Eine fand ich richtig gut und eine hat mir nicht gefallen. Und ich glaube, das war die gute. Schwereloses Volumen, perfekte Definition, sprungvolle Länge. Perfekt aussehen in einer Minute. Aber ich habe so viele Mascaren und die kenne ich schon. Und deshalb geht die weiter. Kann jemand anders mal ausprobieren, der die vielleicht noch nicht kennt. Ne? Ich habe echt viele. Von Catrice Love Skin und Respect Earth Hydro Primer. Ein Primer von Catrice. Das war die Mascara. Und dann haben wir hier nochmal was. Das ist ein Make-up und Tint, ne? New Drop Tint Serum von Catrice in der 030 mit Hyaluronic und Vitamin E. Wird von der Farbe sogar passen. Aber die sieht echt gut aus, muss ich sagen. Von der Farbe würde die passen, aber nicht. Ich habe ja auch noch so viel da. Ich kann das alles gar nicht aufbrauchen und das hält sich ja auch nicht ewig. Deshalb, da freut sich bestimmt jemand drüber und bei mir wird es wahrscheinlich wieder nur so zu lange rumliegen. Das wieder schön einpacken und dann die zwei letzten Boxen. Diese hier ist richtig schwer. Fangen wir mit der mal an. War mal so eine Look Fantastic Box. Ist ja eine hübsche Box, ne? Ein bisschen größer ist die. So sieht das aus. Das ist der Inhalt. My Little Beauty. Das ist ein Körperpeeling. Voilà. Das ist ein Körperpeeling. Hier steht My Little Beauty. Ist das vielleicht so eine Eigenmarke sozusagen von My Little Box? Kann sein, ne? Das weiß ich gar nicht. Dann haben wir The Ritual of Namaste Profi Natural Skincare Rituals. Die hatte ich auch schon mal in einer Box. All-in-One Multi-Action Face Wash. Ein Gesichts... Ja, zum Gesicht waschen. Auch interessant. Multi-Action Face Wash. Aber da habe ich noch so viel, dass ich erstmal aufbrauchen möchte. Mal sehen, wenn es nächstes Mal rumkommt und mal schauen, was dann da drin ist. Vielleicht bin ich dann ja mal ein bisschen weiter und habe wieder einiges auf. Revolution Rouge Frizz Make-up Fixing Spray. Okay, ein Make-up Fixing Spray. Gucken wir mal, wie ist der? Ich kann das ja einfach mal so machen. Ja, ist okay. Fixing Spray kann ich eigentlich gebrauchen. Make-up Fixing Spray von Revolution. Ich glaube, das behalte ich dann mal hier. Ich glaube, das bleibt auch bei mir. Soline Brush Cleanser. Ein Pinselreiniger. Schauen wir mal, wie der ist. Das ist ja auch immer interessant, finde ich. Ne? Das ist in so einer Dose. Bin ich jetzt vorenthalten. Ah, und dann habt ihr da so eine Seife drin. Die riecht aber komisch. Die muss ja auch nicht gut riechen. Eine Seife zum Pinselreinigen, aber ich na einfach Duschgel-Seife, was ich so da habe. So. Dann haben wir hier eine Flasche Rizinusöl. Echt? Okay. Das bin ich ganz zu. Die war nicht ganz so, ist ein bisschen was ausgelaufen. Ich lasse jetzt, ich habe nochmal hier so zugedreht, so fest es geht. Rizinusöl, Körperpflege. Ich habe ein Rizinusöl, jetzt nicht dieses, ne, eine andere Marke. Und Rizinusöl ist auch richtig toll für die Wimpern. Also das habe ich schon ausprobiert, eine längere Zeit auf die Wimpern gemacht. Rizinusöl und die Wimpern sind kräftiger geworden und ein bisschen länger, sind länger gewachsen, die werden dann gut genährt und wachsen länger. Also das hat bei mir wirklich funktioniert. Hier haben wir von Garnier pflegendes Bio-Argan feuchtigkeitsspendendes Gesichtspflegespray. Aber sowas habe ich ganz, ganz viel da. Deswegen von Garnier das jetzt nicht, aber Bio-Argan mit in Marokko angebaut.
Sand, aber nö. Pflegespray, da habe ich ja so viele da. Brauche ich erstmal nicht. Dann haben wir von L'Oréal Paris Tonerde, absolut. Hautberuhigende Maske, reinigt sanft, mildert Rötungen. Das klingt ganz interessant, aber ich habe so viel Hautpflege, die ich erstmal auch brauchen möchte. Isana klärendes Gesichtswasser, erfrischend, belebend, Aloe Vera und Gurkenextrakt. Aber da habe ich auch noch. Ich habe gerade jetzt das Rosenwasser angefangen, was ich von Kerstin in unserer Tauschbox hatte. Und es ist auch so schön. Und ich möchte nicht so viel da haben. Ich möchte erstmal das aufbrauchen, was ich da habe. Da bin ich jetzt gerade so bei. Von Nivea ein Augen-Make-up-Entferner. Mhm. Okay. So was habe ich auch da. Zwei Phasen und so. Stotter mir aber auch wieder was zurecht heute, ne? So, nächstes und letzte Box. Und passt das nicht hier? Mehr Jungfrau und dann haben wir hier gerade diesen schönen Pinsel. Aber so ein Pinsel, ich habe die da, ich benutze die nicht, ne? Diese, kannst du hier so Highlighter und sowas mit auftragen. Ganz dezent. Den habe ich sogar auch, ich glaube sogar denselben. So, dann haben wir hier, das kommt mir ja auch bekannt vor, den habe ich auch, von Riva Loves Me, diesen Cosmical Mood Blush Stick. Einmal drin, dann haben wir von Got to Be Cherry Bloom Blush Powder. Wow. Dann muss ich mal austesten. Dann muss ich mal schauen. Riecht auch gut. Geht nur so ganz bisschen rein. Ne? Ein bisschen mehr wieder. Das ist, ist doch so viel drauf. Ah, jetzt. Ja, das ist so ein Matt. Wow, knallig. Das überlege ich mir. Gefällt mir. Was haben wir hier noch drin? Nochmal zwei Stifte. Auch Blush, ne? Das ist von Essence Baby Got Blush. Ein Blush Stick. Habe ich jetzt aber auch schon zwei mindestens. Nee, vier verschiedene. Und das ist auch nochmal so einer in. Auch von Essence. In einer anderen Farbe. Das sind schöne Farben. Aber davon habe ich einige da. Deshalb braucht man nie auf. Kommt dann wieder hier rein, habe ich da. Ach, das wollte ich ja behalten, genau. Ich wundere mich eben, da war doch mehr. Das einmal. Oh, und dann haben wir hier noch ein Bronze-Highlighter-Duo. Das ist ein Bronze- und Highlighter-Duo von Lost in Amalfi. Lost in Amalfi. Ist die Marke. Sieht interessant aus, ne? Bronze. Schöne Farbe, ne? Schöne Farbe. Der gefällt mir. Ich wollte ihn schon wegpacken, aber die Farbe gefällt mir. Highlighter brauche ich gar nicht so, aber so ein Bronze ist sehr schön. Und ein Highlighter höchstens mal so fürs Augeninnenwinkel. Wie ist die Farbe? Ja, die ist so ein bisschen golden. Die kannst du tatsächlich auch gut hier... Das ist nicht ganz so auffällig, ne? Wenn ihr da so eine goldene Farbe nehmt, als so hell, da kannst du ein bisschen highlighten, dass sie nicht ganz so stark auffällt. Finde ich auch immer schön. Oh, ich glaube, ich finde die Bronzerfarbe so schön. Die möchte ich unbedingt im Gesicht mal ausprobieren. Könnte ich mir vorstellen, dass das passt. Den lassen wir dann auch mal hier. Von Rela kenne ich nicht. Power Wear Bronzer. Kleiner. Bronzer finde ich auch immer spannend und schön. Auch eine schöne Farbe. Sehr ähnlich, ne? Ja. Der glänzt aber ein bisschen mehr und ist ein bisschen goldener. Das ist dieser hier. Das ist ein bisschen goldener. Von Elf ein Rouge. Auch eine schöne Farbe. Ich mag Elf ja gerne, ne? Und das ist auch eine richtig, richtig schöne Farbe.
Also das kannst du als Rouge oder als Bronzer verwenden oder beides. Machst einfach hier rauf und anstatt ein Bronzer das, von der Farbe passt das. Hier steht jetzt nicht drauf, ist es ein Bronzer oder ein Blush. Ist in die hinten steht da gar nichts drauf. Steht hinten gar nichts drauf, wollte ich sagen. Von Elfen. Ist nicht schlecht, aber nee, ich habe ja jetzt was gefunden. Und ein Pinsel. Das ist dieser hier. Und hier unten ist das so Stoff. Der ist von dieser Marke. Vielleicht kennt ja einer von euch die. Ich kenne die nicht. La Haye. Der fühlt sich richtig schön weich an. Schöner Blush-Pinsel. Aber ich habe einige. Und das habe ich tatsächlich auch. Auch schön. Und dann haben wir noch ein bisschen was. Und zwar haben wir von Trended Up Rosy Touch Duo Blush. Ja, das ist auch schön. Und von Catrice Super Woman to Be Blush Box. Das ist wasserfest. Wasser- und schweißfest. Schöne Farbe auch wieder, ne? Vielleicht ein bisschen hell, ein bisschen zu orange. Jetzt probiere ich die hier alle aus. Was ist das? Ich glaube, das ist für mich ein bisschen unauffällig. Könnte ruhig ein bisschen mehr Rot drin sein. Sehr, sehr schöne Sachen. Jetzt muss ich kurz in mich gehen und überlegen, was davon jetzt wirklich bei mir bleibt. Ich habe mich jetzt entschieden. Was ich jetzt doch nicht nehme, sind diese beiden Sachen hier. Dieses Puder und den Monolidschatten. Ist zwar echt eine schöne Farbe, aber ich habe ja ähnliche Farben in den Paletten und das geht dann weiter. Den werde ich behalten. Das ist ja hier, ne, für die Augenbrauenpartie, Concealer und Highlighter. Den behalte ich. Finde ich praktisch. Dann haben wir hier von Revolution dieses Make-up-Fixing-Spray. Das bleibt auch bei mir, weil ich einfach hauptsächlich so Gesichtssprays habe, aber ja, so ein bisschen Setting zum Setzen, aber ich habe kein Fixing-Spray. Dann bleibt bei mir von Gatubi der Cheeky Bloom. Dieser knallige, dieses knallige Rouge. Da kann man nicht so viel von nehmen. Das fand ich ja jetzt auch schön, ne? Das bleibt auch erstmal bei mir. Also was heißt erstmal? Das bleibt auch bei mir, ne? Nicht erstmal. Also das bleibt dann auch bei mir. Bronzer und Highlighter als Duo. Und diese schöne Maske mit Olivenöl. Die bleibt bei mir. Und diese richtig, richtig schöne Kette, über die ich mich auch riesig freue. Die finde ich so toll. Echt, mag ich total gerne. Ich freue mich richtig toll über die Sachen. Und jetzt werde ich raussuchen für die Mädels auch noch mal ein paar Sachen, die ich dann wieder reinpacke. Und dann geht das Paket weiter. Ich schicke es jetzt an Saskia. Dann geht es weiter an Wusi, Nassi und dann wieder an Daniela zurück. Die hat mir das ja jetzt auch geschickt. Genau, so ist die Reihenfolge. Aber ich werde das unten einfach in der Infobox mal reinstellen, alle Mädels, alle Kanäle. Und dann könnt ihr selber mal schauen. Jetzt habe ich hier natürlich immer diesen langen, aber das ist egal, nach hinten weg damit. Und die kann ich mir dann einstellen in der Länge, wie ich will. Ja, bin ich schon wieder abgeschweift. Also, ich werde unten in die Infobox alle Kanäle reinstellen. Dann könnt ihr bei den Mädels mal reinschauen und was die sich Tolles aussuchen und wie das Paket sich so in der Zeit verändert. Ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr schaut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!